Und jetzt das Heute-Journal mit Heinz Wolf und Marietta Slomka. Guten Abend. Um es gleich vorweg zu sagen, wer erwartet hatte, dass sich Olaf Scholz bei seinem Auftritt in Davos zum Thema Kampfpanzer äußert, in die eine oder andere Richtung, sah sich enttäuscht. Da kam nichts, jedenfalls nicht von sich aus. Statt über Kampfpanzer sprach Scholz lieber über Wiederaufbau der Ukraine und ihren Weg in die EU. Was aber ja voraussetzt, dass das Land dann noch existiert und nicht zu einer russischen Kolonie unterworfen wurde. Aber so ganz kam er mit dem Schweigen nicht durch, beobachteten Susanne Biedenkopf und Ulf Röller. Die deutsche Fahne übergroß auf der Videowand. Das Forum wartet auf den Bundeskanzler. Doch erst wollen die noch einmal sprechen, die besonders viel Angst haben vor der russischen Aggression. Die Erwartungen an die Zeitenwende lassen Deutschland keine Zeit. Wir brauchen sie jetzt. Wir brauchen jetzt die Führung von Deutschland. Die Ukraine braucht das, Litauen braucht das, wenn wir Sicherheit in Europa wollen. Auftritt Olaf Scholz. Überall, wo er derzeit hingeht, verfolgt ihn eine Frage. Wird er sich für die Lieferung von Kampfpanzern aussprechen? Deutschland steht in der Kritik. Scholz findet zu Unrecht und zählt auf, was seine Regierung alles schon leistet. Luftabwehrsysteme, Artillerie und Schützenpanzer markieren einen entscheidenden Wendepunkt in der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik. Das reicht dem Publikum aber nicht. Sie wollen wissen, ob Olaf Scholz die Lieferung von Kampfpanzern weiter blockiert. Herr Bundeskanzler, danke für alles, was Sie für uns tun, sagt ein ukrainischer Journalist. Und dann kommt die eigentliche Frage. Die westlichen Verbündeten, die USA und andere, sind bereit, den nächsten Schritt zu gehen. Nur die deutsche Zögerlichkeit hat das bislang verhindert. Warum zögern Sie? Warum warten Sie? Wir wollen verhindern, dass dies ein Krieg zwischen Russland und der NATO wird. Das ist auch im Sinne der Ukraine, so wie ich das nach meinen Gesprächen mit Ihnen verstehe. Gibt es da vielleicht ein Missverständnis? Denn unmittelbar nach dem Auftritt des Bundeskanzlers kam der andere Auftritt, der von Präsident Zelensky, der schon mehrfach Kampfpanzer gefordert hat. Entscheidungen müssen schneller fallen. Ich rufe Sie auf, schneller zu entscheiden. Die zivilisierte Welt muss schneller reagieren, denn die Tragödien überschatten das Leben. Tyrannei überschattet Demokratie. Er repräsentiert die NATO. Jens Stoltenberg weiß um die Gefahr einer Eskalation. Dennoch fordert er weitere Waffen, ohne das Wort Kampfpanzer in den Mund zu nehmen. Wir brauchen mehr Unterstützung mit schweren und modernen Waffen. Dies ist ein Kampf für unsere Werte, für die Demokratie. Auf der Bühne mit ihm die ukrainische Vize-Regierungschefin. Sie spricht das Wort aus. Kampfpanzer. Wie kommen wir an mehr Waffen, Raketenabwehrsysteme, schweres Gerät, Kampfpanzer, damit wir schneller siegen können? Olaf Scholz bewegt sich nicht, Druck hin oder Druck her. Er hat sein eigenes Tempo für Entscheidungen. Und dann schalten wir noch zu Ulf Röller im Schneegestöber von Davos. Ulf, wie kam denn bei dem ja doch sehr hochrangigen Publikum in Davos der Auftritt des deutschen Bundeskanzlers an? Also ich glaube, vor allem viele europäische Regierungschefs waren doch dann sehr enttäuscht. Sie hatten doch gehofft, dass der Bundeskanzler ein Signal gibt oder ein Zeichen gibt, wie man einen Kompromiss findet bei dem Thema Panzerlieferung. Aber das hat er nicht getan. Er blieb hart. Und so ist Olaf Scholz bei diesem Thema doch sehr isoliert. Und Europa rutscht eigentlich bei einer sehr großen sicherheitspolitischen Frage in eine Krise. Da ist auf der einen Seite die große Gruppe von Staats- und Regierungschefs in Europa, die sagen, wir brauchen diese Panzerlieferung an die Ukraine, damit sich das Land gegen die Russen verteidigen kann. Und auf der anderen Seite ist der Kanzler, der eben Sicherheitsbedenken hat und deshalb sich nicht bewegt. Ich glaube, lange kann man diese Spaltung Europas nicht aufrechterhalten. Und es muss eigentlich jetzt dringend eine Lösung her, weil vor allem die Europäer weiter Druck machen werden auf Olaf Scholz. Ja, da scheint ja auch irgendwie Bewegung zu sein. Jetzt am Abend kamen da interessante Meldungen. Unter anderem berichtet die Süddeutsche Zeitung, Scholz sei zu Kampfpanzerlieferungen bereit, aber nur, wenn die Amerikaner mitmachen. Ja, das ist eine sehr, sehr spannende Meldung. Es kommen auch andere
Zeitungen, die das melden. Es soll ein Telefonat, es hat ein Telefonat gegeben zwischen dem amerikanischen Präsidenten Biden und Olaf Scholz am Dienstag. Und da soll Scholz gesagt haben, wir sind bereit, Kampfpanzer zu liefern. Wenn ihr das auch tut, die Amerikaner haben das offen gehalten bisher. Aber all das, was man da liest, das passt schon zu der Denke von Olaf Scholz, zu seiner Dramaturgie und Strategie. Er hat ja immer wieder gesagt, dass er keine Alleingänge will. Und das heißt für ihn, er will, dass die Amerikaner mitmachen. Das hat er immer wieder auch bei seinen Entscheidungen, Waffen liefern, sich immer an den Amerikanern orientiert. Alles könnte wahrscheinlich am Freitag dann doch sehr deutlich werden, wenn man in Ramstein sich die Verteidigungsminister treffen, ob es dann zu einem Kompromiss kommt. Also vielleicht gibt es da Bewegung. Danke, Ulf, für die Einschätzung nach Davos. Derweil die Ukraine heute schon wieder eine Tragödie verkraften muss. Den Absturz eines Hubschraubers nahe Kiew. Zu den Insassen, die dabei ums Leben kamen, gehörte der ukrainische Innenminister, sein Stellvertreter und leitende Mitarbeiter. Und als sei das nicht schon schlimm genug, stürzte der Hubschrauber auch noch ausgerechnet auf einen Kindergarten. Insgesamt gab es 14 Tote und viele Verletzte. Tim Krüger ist unser Reporter in der Ukraine, in Kiew. Tim, was weiß man inzwischen über den Hergang dieser Tragödie? Also dieser abgestürzte Hubschrauber war ganz offenbar eine Maschine des ukrainischen Rettungsdienstes auf dem Weg zu einem Frontabschnitt. Er ist dann kurz hinter der Kiewer Stadtgrenze in einen Vorort gestürzt und dabei kam es eben zu dieser entsetzlich hohen Opferzahl. Und dieser Absturz war auch ein Schlag für die ukrainische Regierung, denn sie hat im Grunde von jetzt auf gleich die gesamte Führung des Innenministeriums verloren, also den Innenminister selber, seinen Stellvertreter, einen Staatssekretär und noch weitere Mitarbeiter. Und der ukrainische Präsident Selenskyj hat natürlich sofort kondoliert, hat den Angehörigen sein Beileid ausgesprochen und sprach von einer furchtbaren Tragödie. Ja, auch für ihn ein Schlag. Was wird denn über die Ursachen gesagt? Also bislang gibt es noch keine gesicherten Erkenntnisse über die Ursachen dieses Absturzes. Der ukrainische Geheimdienst verfolgt ganz offenbar drei Stränge. Zum einen könnte es sich um einen Verstoß gegen die Flugvorschriften gehandelt haben oder aber bei diesem Absturz habe es technische Probleme geben können oder das Ganze war womöglich wirklich eine gezielte Zerstörung dieser Maschine, dieses Helikopters. Das Ganze wird jetzt untersucht. Es ist eine Kommission eingesetzt worden. Allerdings hat ein Sprecher der ukrainischen Luftwaffe gesagt, dass er nicht mit schnellen Ergebnissen rechnet, sondern dass das Ganze mehr als ein, zwei Tage dauern könnte, bis wirklich ein belastbarer Bericht vorliegt. Also wir müssen noch etwas warten, bis wir wirklich wissen, warum dieser Hubschrauber heute Morgen in der Nähe von Kiew abgestürzt ist. Danke, Tim, für diese Informationen direkt aus Kiew. Eine junge Ukrainerin formulierte es auf Twitter heute so: Jeden Tag wache ich auf, lese die News und möchte sofort nur noch schreien. Warum passiert das meinem Land, meinen Leuten? Womit verdienen wir all diesen Horror, dieses Unglück? Der größte Horror der letzten Wochen war Dnipro. So sah der Wohnblock in der Millionenstadt vorher aus und so nach dem Raketeneinschlag. Das Grauen kam ohne Vorwarnung. Es riss Familien, Nachbarn, Freunde aus dem Leben. Kinder, Mütter, Väter starben. Und unter den Trümmern liegen noch Vermisste, für die es keine Hoffnung mehr gibt. Die ganze Ukraine trauert um die Opfer, erinnert an ihre Namen und Gesichter. Ulrike Rötle. In der kleinen gelben Küche steht noch die Obstschale auf dem Tisch. Es ist ein Bild, das zum Symbol werden könnte für die Grausamkeit dieses Krieges. Hier lebte Familie Korinowski, bis ein Raketeneinschlag am Samstag ihr Leben so plötzlich und so brutal veränderte. Dieses Video zeigt die Geburtstagsfeier der kleinen Tochter. Ihr Vater wird bei dem Raketenangriff getötet. Michailo Korinowski war Boxtrainer. Seine Frau und seine Töchter waren zum Zeitpunkt des Angriffs spazieren. Die Wucht des Raketeneinschlags in Dnipro war gewaltig. 45 Menschen sterben, darunter 6 Kinder. Mehr als 70 Menschen werden zum Teil schwer verletzt. Ein Mädchen konnte gerettet werden. Sie geht mit meinem Sohn in dieselbe Klasse. Ihre Eltern sind wohl beide tot. Wir könnten dort liegen, alle, Erwachsene und Kinder. Noch immer werden viele vermisst.
Doch die ukrainische Armee hat nun keine Hoffnung mehr, noch Lebende zu finden. Auch Irina und Olja sterben. Die beiden Freundinnen waren Zahnärztinnen. Beide hatten sich als Freiwillige bei der ukrainischen Armee gemeldet, um Soldaten zu versorgen. Ihr Leben ausgelöscht. Olja war zu Beginn des Krieges nach Polen gegangen, doch sie bekam Heimweh und kehrte zurück. Den Toten ein Gesicht geben, von Tausenden geteilt werden ihre Fotos in den sozialen Medien. Sie sollen nicht vergessen werden. Auch Maria wird getötet, sie war erst 15 Jahre alt, Schulsprecherin, ihre Leidenschaft der Tanz. Bekannte sagen, sie sei allein zu Hause gewesen. Hier in Dnipro tragen sie nun Michailo zu Grabe, den Boxtrainer. Seine Frau ist gekommen mit ihren Töchtern. Und jetzt macht erstmal Heinz Wolf weiter mit anderen Nachrichten. Es gibt weiter Diskussionen über die Silvesterkrawalle in Berlin und anderen Städten. Der Bundestag hat in einer Aktuellen Stunde darüber debattiert. Und von der Berliner Polizei gibt es einen Zwischenstand zu den Ermittlungen. Demnach wurden dort bis gestern 44 mutmaßliche Angreifer auf Polizisten und Feuerwehrleute identifiziert. 18 seien Ausländer, 10 hätten eine ausländische und die deutsche Nationalität, 16 seien Deutsche. In ganz Deutschland gab es in der Silvesternacht laut einem Bericht des Tagesspiegels mindestens 282 Angriffe auf Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr. Vom Bundesarbeitsgericht kommt ein Urteil zum Thema gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Im konkreten Fall bekam ein Rettungsassistent Recht, der als geringfügig Beschäftigter von seinem Arbeitgeber den gleichen Stundenlohn fordert, wie ihn die Vollzeitbeschäftigten erhalten. Die Richter sahen in der unterschiedlichen Regelung bei der Diensteinteilung keinen ausreichenden Grund für eine unterschiedliche Bezahlung bei gleicher Qualifikation und identischer Tätigkeit. Nach einem Brand in einem Reutlinger Pflegeheim für psychisch Kranke ermitteln die Behörden wegen des Verdachts des dreifachen Mordes und elffachen Mordversuchs. Im Fokus steht eine 57 Jahre alte Bewohnerin, die das Feuer nach ersten Erkenntnissen in ihrem Zimmer selbst gelegt haben könnte und dabei schwer verletzt wurde. Ein mögliches Tatmotiv der psychisch kranken Frau werde noch ermittelt. Im Obergeschoss der Einrichtung waren bei dem Brand in einer Wohngruppe am Dienstagabend 3 Bewohner ums Leben gekommen. Die EU plant weitere Sanktionen gegen Iran. Wie dem ZDF aus Diplomatenkreisen bestätigt wurde, sollen 37 Personen und Organisationen auf die Sanktionsliste gesetzt werden. Die Personen, die an der brutalen Unterdrückung von Protesten beteiligt waren. Die Strafmaßnahmen, Einreiseverbote und Einfrieren von Vermögenswerten sollen am Montag bei einem Außenministertreffen formell auf den Weg gebracht werden. In Japan hat das oberste Gericht den Freispruch dreier ehemaliger TEPCO-Manager bestätigt. Im Zusammenhang mit der Atomkatastrophe in Fukushima 2011 hätten die drei Angeklagten nicht fahrlässig gehandelt. Ihnen war vorgeworfen worden, keine vorbeugenden Schutzmaßnahmen ergriffen zu haben. Zur Begründung des Freispruchs hieß es, ein derartiger Tsunami sei nicht vorhersehbar gewesen. Jedes Jahr brechen an die 50.000 Schülerinnen und Schüler hierzulande die Schule ab und haben dann nicht mal einen Hauptschulabschluss. Dazu passt, dass unter den 20- bis 34-Jährigen rund 15% keine Berufsausbildung haben. Für eine alternde Gesellschaft, die unter Fachkräftemangel leidet, müsste das ein Weckruf sein. Mehr in Bildung investieren, Lehrermangel bekämpfen. Laut dem heute veröffentlichten Deutschen Schulbarometer, einer Umfrage unter Schulleitungen, ist der massive Personalmangel das mit Abstand größte Problem. Da würde es natürlich helfen, zumindest auf längere Sicht, wenn mehr junge Leute Lust hätten, auf Lehramt zu studieren und den Beruf dann auch tatsächlich auszuüben. Ein Blick in die Universitäten kann da allerdings eher ernüchtern, stellt Stefanie Gargosch fest. Universitäten sollten Lust auf Bildung machen. Katharina Schorn erlebt anderes. In Berlin studiert sie auf Lehramt, möchte an die Grundschule, doch hier warnen sie davor. In der zweiten oder dritten Vorlesung in meinem ersten Semester wurde uns das schon gesagt, dass ja der Beruf des Lehrkräfte eins der höchsten Risikowahrscheinlichkeiten für Burnout haben. Und das hat mich schon geschockt.
Immer mehr Schüler in den Klassen. Georgios Solbach studiert trotzdem Chemie und Politik auf Lehramt. Ein Problem des Studiums, sagt er, die Praxisanteile kämen viel zu spät. Etwa jeder Fünfte bricht sein Lehramtsstudium dann ab. Die Gründe sind, glaube ich, einmal die Unattraktivität des Lehramtsberufs später, mentale Überforderung mit zu vollen Schulklassen, und die Lehramtsausbildung hat gewisse Mängel, vor allem in den praxisnahen Kompetenzen. Katharina und Georgios wollen dabei bleiben. Katharina unterrichtet sogar schon, auch wenn sie noch nicht fertig ist. Zehntausende Lehrkräfte fehlen an deutschen Schulen bereits. Gleichzeitig steigen die Schülerzahlen. Größere Klassen, mehr Belastung des Lehrpersonals, Stundenausfälle, das besorgt auch sie. Weiß ich nicht, wo es das in den nächsten Jahren hingeht, wenn jetzt sich der Lehrermangel oder Lehrkräftemangel immer weiter verstärkt. Dann wird es ja nicht einfacher, sondern wird es ja eigentlich nur noch schlimmer irgendwie. Und das macht mir schon ein bisschen Angst. Dazu findet nicht jeder, der auf Lehramt studieren will, einen Platz. Viele Universitäten haben eine hohe Zulassungsbeschränkung, den Numerus Clausus, kurz NC. Also das ist absurd. Also wir brauchen dringend Lehrkräfte, und wir haben NC immer noch an vielen Universitäten bei der Aufnahme, also einen harten NC teilweise, 1, und noch etwas. Das ist eine Folge des Abbaus von Studienplätzen. Es sind einfach zu wenig da, wo man gedacht hat, wegen der Geburtenrückgang dauert ewig. Da hat man tausende von Studienplätzen in Deutschland abgebaut. Wer einen Platz ergattert, stößt oft auf Mangel. Zu wenig Seminarplätze, zu wenig Professoren. Kevin Gumprecht studiert Englisch und Sport an der Humboldt-Universität. Gerade in Sport habe ich ein großes Defizit. Eigentlich wird erwartet, dass wir 3 bis 4 Praxiskurse im Semester absolvieren. Dann kommt es dazu, dass am Ende 700 Leute sich auf 70 Plätze im Schwimmseminar bewerben. Und da hat man einfach keine Chance, das ist wie Lotto spielen. Auch deshalb geht er auf die Straße. Schule muss anders, das Motto. Im Moment studiert ihre Generation mitten in eine Bildungsmisere hinein. Es war ein schwieriges Treffen heute Abend in Illerkirchberg in Oberschwaben. Nur Bürgerinnen und Bürger der Stadt waren eingeladen. Man wollte verhindern, dass die Veranstaltung von auswärtigen Gruppen politisch instrumentalisiert wird. Denn das werden die Ereignisse von Illerkirchberg eh schon seit langem. 2019 wurde ein Mädchen dort von 4 Asylbewerbern vergewaltigt. Und im letzten Jahr, im Dezember, griff ein Asylsuchender aus Eritrea aus heiterem Himmel und auf offener Straße 2 Schulmädchen an. Er attackierte sie mit einem Messer. Eine der beiden, eine 14-Jährige, starb. Ihre 13-jährige Freundin wurde schwer verletzt. Eva Schiller berichtet. Das Vertrauen ist verloren gegangen in Illerkirchberg seit dem Mord an Ece. Gerüchte über Geflüchtete brodeln, da ist Angst, Wut. Warum sind wir hier? Wegen der Sicherheit unserer Kinder. Aus Sorge vor Rechtsradikalen dürfen nur Einwohner in die Veranstaltung der Behörden. Nicht das erste Mal hallt es uns entgegen. 2019 hat im Ort eine Gruppe Geflüchteter ein Mädchen vergewaltigt. Ein Täter wurde nach der Haft wieder hier untergebracht. Das macht was mit den Leuten, ist doch klar. Und ich verstehe nach wie vor nicht, wenn ich jetzt in Syrien oder wo auch immer sowas machen würde, was die mit einem machen würden. Es ist aber tiefe irgendwo Enttäuschung. Man hat sich von klein auf wohl gefühlt, im Dorf so geborgen. Und dass sowas passieren kann. Am Tatort, dort wo der Flüchtling aus Eritrea, Ece und ihre Freundin wohl völlig willkürlich niedergestochen hat, treffen wir Maschala Dumlu. Eces Eltern, erzählt der Kreisrat, hatten die Größe, in einem Brief vor Hass und Hetze zu warnen. Ihnen schulde man Aufarbeitung. Wie kann es sein, dass Menschen, die zu uns geflüchtet sind, die wir ja aufnehmen und unsere Gastfreundschaftlichkeit zeigen, dass wir auch wissen, wie sie ticken? Es würde ja schon sehr gut tun, wenn man professionelle Unterstützung hätte in Form von Sozialarbeitern. Da ist die eine Frage, die in Illerkirchberg wieder laut wird. Werden Geflüchtete eher straffällig? Die Zahl tatverdächtiger Zuwanderer sinkt, aber mit 7,1% sind sie trotzdem überproportional vertreten. Bei Verbrechen gegen das Leben 6-mal so auffällig wie Deutsche. Täter hauptsächlich junge Männer. Für Baden-Württembergs Justizministerium liegt die Lösung auf der Hand: Abschieben. Dafür gibt's extra einen Sonderstab mit dem markigen Titel Gefährliche Ausländer.
Wir bearbeiten gerade so eine dreistellige Anzahl von Menschen und das Ziel ist klar, möglichst diese Menschen wieder außer Landes zu bringen. Statt nur auf Abschiebung zu bauen, die oft nicht funktioniert, fordert Katalin Dormann Konzepte. An der Uni Konstanz hat ihr Team ein psychologisches Screening-Verfahren, einen Fragebogen entwickelt. Das Ergebnis? 50% der jungen männlichen Flüchtlinge psychisch belastet, 20% gewaltbereit. Wir würden uns wünschen, dass das Screening deutschlandweit und flächendeckend angewendet wird, und zwar direkt nach der Einreise der Geflüchteten. Ich plädiere sehr dafür, dass wir das auch umsetzen und nicht erst, wenn etwas Schlimmes passiert ist und alle wieder überrascht sind. In Illerkirchberg gab es wohl Warnzeichen, aber selbst wenn die Behörden sie ernst genommen hätten, da sind weder genug Sozialarbeiter noch Therapieplätze, um zu reagieren. Seit Anfang Dezember sitzen die ehemalige Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Eva Kaili, und weitere Verdächtige im Gefängnis. Einer von ihnen will auspacken, um seine Strafe zu mildern. Das könnte für die anderen noch sehr unangenehm werden. Auch für weitere EU-Abgeordnete, die damit in den Fokus der Ermittler rücken. Das Muster ist immer wieder das Gleiche. Man lässt sich einladen, man nimmt Geld an. Teils in Papiertüten, so profan muss man sich das wohl vorstellen. Der Image-Schaden für die EU übersteigt die Summen, um die es dabei ging, bei weitem. Florian Neuhan berichtet. Die Flurgespräche im Straßburger EU-Parlament, sie kennen heute meist nur ein Thema. Was kommt da wohl noch, wenn er wirklich auspackt? Er, Pier Antonio Panzeri, Ex-Abgeordneter, Schlüsselfigur in der Korruptionsaffäre. Panzeri hat, wie es bisher in der belgischen Justizgeschichte nur einmal vorkam, einen förmlichen Vertrag mit der Staatsanwaltschaft unterschrieben. Strafmilderung gegen das, was ein Anwalt im belgischen Fernsehen so beschreibt. Er wird alles sagen müssen, was er weiß. Die Begünstigten der Korruption, die Organisationsweise, den genauen Fluss des Geldes. Gegen diese Ankündigung verblasst heute auch ein erster Neuanfang. Der Luxemburger Sozialdemokrat Marc Angel wird zum Vizepräsidenten gewählt, zum Nachfolger der wegen Korruptionsverdacht inhaftierten Eva Kaili. Das Parlament steht vor den Scherben einer Affäre. Meine Fresse. Wenn das bei der nächsten Europawahl nicht im Desaster enden soll, dann kann es jetzt nur einen Maßstab geben für uns hier. Volle Transparenz. Es ist Roberta Metsola, die Parlamentspräsidentin, heute ein Jahr im Amt, die sich auch im ZDF-Interview an die Spitze dieser Bewegung setzt. Kann ich versprechen, dass so etwas nie wieder passieren wird? Nein. Aber ich werde mein Bestes geben, damit alle Schlupflöcher geschlossen werden. Ein Schlupfloch, das wären etwa gesponserte Reisen. Dem ZDF liegt eine Liste aller Reisen vor, die sich Parlamentarier in dieser Legislatur von Dritten bezahlen ließen. Angemeldet, rechtlich zulässig, politisch aber oft fragwürdig. So reiste der AfD-Abgeordnete Gunnar Beck im Oktober 21 nach Moskau zur Wahlbeobachtung, finanziert von Russland. Und der konservative tschechische Abgeordnete Stechowski ließ sich für 3 Tage auf die Malediven einladen in dieses Luxusressort. Er selbst kann da kein Problem entdecken. Ich war und bin Vorsitzender der Malediven-Freundschaftsgruppe im Europäischen Parlament. Wir müssen doch miteinander reden. Ich habe dort das maledivische Parlament besucht. Wer sich einladen lässt, kann kaum objektiv sein. Das führt dazu, dass Abgeordnete in der Schuld ihres Gastgebers stehen und das mit politischen Gefälligkeiten zurückzahlen. Es sind nur ein paar Abgeordnete, die hier bislang unter echtem Korruptionsverdacht stehen. Wofür sie genau bezahlt wurden, ist weiter offen. Fest steht nur, wem sie geschadet haben: der gesamten Europäischen Union. Und jetzt der Blick auf die Wirtschaft, Heinz. An der Börse ging es für den DAX nach dem deutlichen Plus seit Jahresbeginn heute gebremst weiter und er schloss mit einem ganz leichten Minus. Auf ein Unternehmen wollen wir mit Valerie Haller genauer schauen, auf BASF. Der Chemieriese meldete überraschend einen Milliardenverlust. Woran liegt's? Ja, das geht größtenteils auf das Konto der Tochter Wintershall, die mehrheitlich BASF gehört. Der Öl- und Gasproduzent hat eng mit Gazprom in Russland zusammengearbeitet und wird sich jetzt aus dem Land zurückziehen. Ein teurer Schlussstrich. BASF muss auf Wintershall über 7 Milliarden Euro abschreiben. Jahrelang haben Wintershall DEA und BASF hier in Sibirien aus billigem russischem Gas prächtigen Profit geschlagen und auch nach Ausbruch des Krieges daran festgehalten. Doch das Verhältnis
Verhältnis zu Russland hat sich verschlechtert. Die Zentrale in Kassel gibt bekannt, das Unternehmen beabsichtigt, sich vollständig aus Russland zurückzuziehen. Die Joint Ventures, also die russischen Beteiligungen, wurden de facto wirtschaftlich enteignet. Wintershall fördert in Sibirien auch Gaskondensat. Recherchen des ZDF mit dem Spiegel haben ergeben, dass Wintershall Kondensat an Gazprom lieferte. Der russische Staatskonzern nutzte dieses zur Kerosinherstellung und belieferte die russische Luftwaffe. Die Entscheidung ist richtig und überfällig, denn Wintershall ist seit 2014 an der Finanzierung der russischen Kriegskasse beteiligt, insbesondere an der Produktion von Kerosin für russische Kriegsflugzeuge und russische Kriegswaffen. Wintershall und BASF stehen wie kaum ein anderes Unternehmen für die Verflechtung deutscher Energiewirtschaft mit Russland. Nun ziehen sie die Reißleine. Viel zu spät, wie viele sagen. Valerie Haller, vielen Dank. Bei den Australian Open hat nach Alexander Zverev auch Laura Sigemund den Einzug in die zweite Runde geschafft. Sigemund gewann ihr Auftaktspiel gegen die Italienerin Lucia Bronzetti in 3 Sätzen. Und sie trifft nun auf Irina Camelia Begu aus Rumänien. Und jetzt die Zahlen vom Lotto am Mittwoch. Sie lauten wie immer ohne Gewähr 1, 8, 21, 25, 37, 46, die Superzahl 9. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf lotto.zdf.de und im ZDF-Text auf Seite 557. Das war's im Heute-Journal. Im Auslandsjournal geht es gleich weiter, unter anderem mit einer Reportage aus Österreichs Skigebieten, die jetzt quasi jede Schneeflocke feiern. Und um 0.30 Uhr gibt es dann unser Heute-Journal-Update mit Christopher Wehrmann mit einem Interview mit dem Europaabgeordneten Rainer Bütikofer zur Forderung nach Leopard-Panzern für die Ukraine. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Guten Abend. Es sind viele Tiefs, die da derzeit um Mitteleuropa kreisen. Und Dreh- und Angelpunkt ist ein vielleicht etwas unscheinbar wirkendes Tief. Dieses kleine Tief, das morgen über Dänemark weiter bis zur Ostsee zieht. Dieses kleine Tief ist aber sehr, sehr stark. Und das zeichnet sich besonders auch beim Wind ab. Sie sehen hier sehr schön diesen Wolkenwirbel. Dieses Tief bringt schon heute Nacht Schnee- und Schneeregenfälle, die weiter ostwärts ziehen. In einzelnen Schneeschauern können da durchaus mal 5 cm Schneefall. Morgen über Tag ziehen diese Schneefälle weiter in Richtung Osten. Auch in den Mittelgebirgen kann es dann mal etwas länger schneien. Machen Sie sich also heute Nacht auf gefährlich glatte Straßen gefasst, besonders im Nordwesten mit diesem neuen Tief und Schnee und Schneeregen. Etwas Schnee fällt auch noch in der Lausitz und am Alpenrand. Die Temperaturen dazu sinken auf plus 1 bis minus 9 Grad. Und am kältesten wird es zum Beispiel im Thüringer Wald, im Schwarzwald oder auch auf der Schwäbischen Alb. Und morgen liegen die Höchsttemperaturen in den Mittelgebirgen und am Alpenrand im leichten Dauerfrost. Sonst werden zarte Plusgrade erreicht. Im Nordwesten sind es 4 bis 6 Grad. Und morgen über Tag gibt es weitere Schnee- und Schneeregenschauer. An der Nordsee vielleicht auch mal ein Gewitter. An der Ostseeküste gibt es einen starken bis stürmischen Südwestwind. Etwas freundlich ist es ganz im Osten und ganz im Süden. Und winterlich geht es in den nächsten Tagen auch weiter. Dann kommt der Schnee mehr und mehr aus Osten. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.